Hallihallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Age of Conquest 4 wurde vorgeschlagen. Erinnert mich so ein bisschen an Art of Conquest, der Name nur der Name, Art of Conquest. Hätte gedacht, oh, jetzt freue ich mich drauf, aber es scheint ein anderes Spiel zu sein, es scheint so ein Strategiespiel zu sein. Spielt das natürlich für eine grundlegende Einführung in das Spiel. Na, wir spielen einfach mal das Intro, das ist immer super eigentlich für ein Angespielt, um das Spiel kennenzulernen. Gucken wir es uns mal an. Willkommen zu dem Basis-Tutorial. Drücken Sie die Schaltfläche, um alle aktuellen Ereignisse anzuzeigen. 773 before Christus, also vor Christus, okay. Dies ist ein Spiel um die Weltherrschaft. Wählen Sie die Liguria aus und lassen Sie uns einen Krieg beginnen. Benutzen Sie wahrscheinlich, um Ihre Kriegserklärung zu initiieren. Welche? Die hier oben? Nee. Ah, hier unten. Ligura den Krieg erklären. Aktionspunkte minus 1. Okay. Krieg. Lassen Sie uns Ihre Truppen. Warum ist das so laut? Nö, alles in Ordnung eigentlich. Können Sie ein bisschen runterstellen. So. Lassen Sie Ihre Truppen einsetzen, um die Liguria anzugreifen. Huch. Ihr König ist mit einer Krone dargestellt. Der König gibt Ihnen plus 100% Angriff und 30% Verteidigungsbonus. Wenn Sie den König verlieren, ist das Spiel vorbei. Beschützen Sie den König. Lassen Sie einfach zusätzliche Truppen herstellen für den König. So, dann können wir Truppen ausbilden. Wählen Sie eins oben die Zahl der Truppen, die Sie ausbilden möchten, und zwei benutzen Sie ausbilden. Naja, Schrägstrich bauen. Ne? Wie viel kann ich denn bauen? 122. Machen wir einfach mal, wa? Die Aktionspunkte sagen aus, wie viele Befehle Sie in jeder Runde ausführen können. Noch 8. Ne? Wie auch immer, lassen Sie diesen Zug vollenden und in die nächste Runde gehen. Vergessen Sie nicht, dass dies ein Spiel um die Weltherrschaft, so dass es Ihr Ziel ist, die Welt zu übernehmen. Das Spiel wird in rundenbasiertem Vego gespielt. Also erst nachdem Sie Ihre Reihe abgeschlossen haben, können Sie nachsehen, wie Ihre Aktionen sich tatsächlich auswirken. Okay. Du hat Feinde Liguria den Krieg erklärt. Achso, ich muss einzeln klicken, oder was? Wir kriegen auf jeden Fall Steuern, 34 dazu. Tribute erhalten nichts. Verwaltung, okay. Und wir haben insgesamt 10 Münzen noch dazu bekommen. Die schließt das Tutorial 1 ab. Sie können nun weiterspielen, wenn Sie möchten. Alle Spiele werden automatisch gespielt. Sie können sie jederzeit fortsetzen, wo Sie aufgehört haben. Gut gemacht, Sie haben nun Zug 2 erreicht. Steht links. So, dann, ich will mal ein bisschen was machen. Wie habe ich dann nicht angegriffen, Mann? Bewegen Sie Truppen. Ah ja, okay. Hier sind 100. Also eigentlich gewinne ich halt, wenn... Kann ich hier alle hinbewegen? Ja, ne? Das geht auch. Zack. Wie habe ich das gerade gemacht? Ach, das ist gar nicht mein Feld, ne? Na, verstehe. Oder? Können die Scherben nicht da hinsetzen. So, alle hin. Bam. Ja, ich kann nicht. Warum kann ich nicht? Ich will die hier eigentlich hier hinbringen, aber es geht irgendwie nicht. Provinz. Kein Besitz. Die kann man theoretisch auch noch einnehmen, alle, ne? Ups. Meinem König bewege ich meinen. Ach nee, der kann. Ach, der kann sich wahrscheinlich nur einmal die Runde bewegen, ne? Okay. Absendend. Ereignisse. Oh, der hat den König weggebracht. So, Zufriedenheit 74%. Wir kriegen, na, weil wir weniger Militär haben, haben wir weniger Ausgaben gehabt. Okay. Ich wollte auf Extras klicken. Aber irgendwie geht es hier gar nicht. Oder hier? Doch hier. Minus 20 pro Zug. Das ist okay. Ich glaube, die können sich immer nur ein Feld bewegen pro Runde. Bitte dumm. Solange mein König nicht drauf geht. 2 Gold habe ich bekommen, danke. Naja, okay.
Oh, das wird interessant. Das kriegen wir hier. Und der König wird besiegt, weil er kein Land hatte mehr, um abzuhauen. Achso, es gibt hier noch mehr. Oder? Du hat einen Herrscher gefangen. Feinde Ligurot. Sie 400 plus 16 und 3 Gold. Okay, ist auch noch ein König. 20. Wir kriegen, wow, wahnsinnig viele Einfuhrabgaben. Wir müssen einfach überall Wasser kommen. Kann ich die eigentlich auch teilen, die Truppen? Wenn ich hier einfach nochmal 10, 20 mache, dann müssten die ja auch noch hier hin sich setzen können. Zack. Könnte ich auch noch was machen? Ne, das ist irgendwie nicht. Oder muss ich denen den Krieg erklären? Achso, dann kann ich natürlich auch noch einen Krieg erklären. Logisch. Oh, ich habe kein Gold mehr. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Wir töten die hier. Ich habe keine Aktionspunkte mehr. Das kostet mich immer einen Aktionspunkt, okay. Also kann ich gerade nichts machen. Absendend. Ding, 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 ding. Jetzt ist der König abgehauen. Drecksack. Wir erklären ihn auch mal den Krieg. Damit ich sie halt angreifen kann. Interessantes Spiel auf jeden Fall. Wenn ich jetzt auch noch den Krieg erkläre und die angreife. Starten wir langsam die Kriege gegen alle. Ich habe den Römern den Krieg erklärt. 407, oha. Leider nur noch 7 Einkommen. Warum? Wahrscheinlich wegen der Zufriedenheit, ne? Weil ich irgendwie allen Leuten den Krieg erkläre. Ich glaube, das ist nicht immer so vorteilhaft. Habe ich dir auch schon den Krieg erklärt? Nee. Das ist doch gut so. ist nicht so viel, ne? Die haben wahrscheinlich noch so einen Verteidigungsbonus. Kostengold 253, wahrscheinlich weil ich aufs Meer muss, oder? Oder kosten die so viel? Hm. Ich bleib mal stehen. Ungesehene Benachrichtigung. Wo denn? Hier? Nächsten Zug ist Steuersaison. Bitte passen Sie entsprechend Ihre Steuersätze an. Ach, guck mal, die kann man auch noch anpassen. Interessant. Finanzen. Steuern jährlich. Null. Muss ich die hoch machen oder wie? Toll. Keine Ahnung. Einfuhrabgaben. 178 für Zufriedenheit minus. Na Logo, komm hier. Wir sind mal ein richtiger Arsch. Ja, mit der Kohle. Oh, die haben mir 33 Gold weggenommen, ne? 273 Gold. Lecker. Wo ist der König hin? Auftragserfassung. Sie haben 541 Steine erhalten. Dieser Betrag wurde Ihre Einnahmen bereits gut geschrieben. Hm, okay. Huch! Das sind gar nicht meine. Ein Aussicht zum erlaubtes Ausspielen von benachbarten Provinzen. Gut, der ist abgehauen. Das ist ja schade, wenn man das der König. Ja, da wird vermutlich alle. Na, er kann sich halt nur dahin bewegen, wahrscheinlich, oder? Und den werden wir auch mal mitnehmen. Oder geht er zum Grün? Ja, okay. Er macht beides. Griechenland hat Makedonien ausgeschaltet. Sofa. Da haben wir die kleine Pest in meinem Land besiegt. Plus deren König. Du hast Feinde Römer ausgeschaltet. Sehr gut.
Darlehenszahlung nichts, das ist super. Ich habe nur einen Zufriedenheit von 57%, das ist glaube ich jetzt nicht so geil, ne? Karthago. Auf jeden Fall ein interessantes Spiel, Leute, oder? Aber ich glaube, so ein Match dauert nun mal ein bisschen, wobei, so groß ist die Weltkarte jetzt nicht, ne? Das kriegt man doch relativ schnell hin, wenn man ein bisschen Ahnung hat. Feiere ein Fest an der Nation, um die Zufriedenheit an der Bevölkerung zu erhöhen. Kosten 125 an Gold, 3 Aktionspunkte verlegt, Fruchtbarkeitsfest. Puh, war 20% dazu, wo wollen wir beschäftigen? Verwalten die Zufriedenheit der Provinzen und stellen sicher, dass Steuern gezahlt werden. Naja, mach mal. Provinzen. Achso, das sind die, die ich noch einnehmen könnte. Na, das sind die auf der Karte, die man noch mitnehmen kann. Um einfach mehr Bevölkerung zu haben, wahrscheinlich dann auch mehr Gold zu kriegen. Nachrichten. Was haben wir hier? Die Meinungen. Meinungen von Gallien, Karthago, durchschnittlich Meinung über 7-6% Germanien. Und Karthago ist neutral zu uns. Kelten sind neutral, die Ligurer sind minus. Ich habe denen auch den Krieg erklärt. Naja, passiert halt, ne? Es gibt 8,2 Millionen Einwohner, komplett global, also in einer Nation sind es 1,22 Millionen. Und je mehr Leute, desto mehr Steuern gibt es halt auch. Ja, interessant auf jeden Fall. Gut, Leute. Kontrolliere 82% der Karte für den Sieg, Allianzen zählen 35%, Protektoren 10%, Protektorate 100% für den Sieg. Die spielt kein Zuglimit, interessant. Gibt also auch noch eine Möglichkeit hier auch zu gewinnen, außerhalb des Tutorials, klar, logisch, muss ja irgendwie. Gut, ich würde sagen, meine lieben Freunde, das war's gewesen, mal angespielt zu Age of Conquest, 4 interessantes kleines Spielchen, risikomäßig. Und wir sind beim nächsten Mal wieder mal angespielt, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.